Mutter Maria sagt, Urteilen ist Gift und es lähmt euch, dass den Dämonen die Tür öffnet. 23. März 2022, Botschaft von Mutter Maria durch Schwester Claire, gesprochen von Jackie. Claire begann. Herr Jesus, bitte hilf uns, die unangenehme Gewohnheit zu überwinden, einander zu verurteilen. Hilf mir, mehr bewusst zu sein, dass wenn ich das tue, ich dich betrübe. Ich untergrabe die betreffende Seele und öffne den Dämonen die Tür, damit sie Streit und Spaltung verursachen können. Amen. In letzter Zeit kämpfe ich mit dem Richten und mir ist aufgefallen, dass ich dazu neige, mehr zu urteilen, wenn ich mit mir selbst unzufrieden bin. Ich bin einfach aus irgendeinem Grund niedergeschlagen wegen mir selbst und ich glaube, es ist etwas dran an der Aussage, dass wir andere Menschen herabstufen, weil wir uns als ungenügend ansehen. Wir wollen sie herabstufen, damit wir uns selbst besser fühlen können. Und das nehme ich nicht so sehr wahr, vielmehr bin ich einfach generell negativ. In meiner Familie wurde viel gerichtet, und zwar ununterbrochen. Ich habe also einen gewissen Hintergrund, eine Vergangenheit, die es zu überwinden gilt. Ich weiß, dass Mutter Maria in dieser Botschaft zu mir spricht, aber sie wendet sich natürlich auch an die Gemeinschaft. Und heute, als wir mit dem Gebet begannen, fühlte ich Mutter Maria stärker als sonst und ich sagte zu ihr, gesegnete Mutter, ich fühle dich wirklich mehr als je zuvor. Mutter Maria antwortete, das ist so, weil ich dich nicht verstoßen habe und ich kritisiere dich nicht, sondern ich ermutige dich, dass du in seinem vollkommenen Willen bist und mit dem weitermachst, worum ich dich gebeten habe, nämlich für deine Feinde zu beten und ihnen Liebe zu senden, sowie für die Notlage der Welt zu beten. Meine Kinder, liebt einander, wie der Herr und ich euch geliebt haben. Ich möchte, dass ihr versteht, dass ihr euch gegenseitig mit Steinen bewerft, wenn ihr Kritik und Urteile von Dämonen akzeptiert, die damit beschäftigt sind, euch alle, besonders eure Führer und jene in der Kerngruppe, davon zu überzeugen, dass ihr wertlose Versager seid. Wenn ihr Claire, Elisabeth, John oder Mike richtet, seid ihr von einem Dämon inspiriert worden, Fehler zu finden und sie zu richten. In jenem Moment öffnet ihr den schimpfenden Dämonen die Tür, um sie zu beschuldigen. Die Beschuldigten wiederum fühlen das und verlieren dadurch ihr Selbstvertrauen und ihre Motivation. Sie beginnen zu schwanken und richten ihre Gedanken zuerst gegen sich selbst und dann gegen euch und andere. Deshalb müsst ihr ihnen die dummen Dinge, die sie tun, verzeihen. Liebt sie viel mehr dafür, statt sie zu verurteilen. Urteilen ist Gift, richten ist Gift. Ja, es ist Gift und es lähmt euch, indem es den Dämonen die Tür öffnet, damit sie euch und andere, die dieses Gift verbreiten, dann anklagen können. Ihr werdet euch in dummen Streitigkeiten und Irritationen wiederfinden, weil ihr diese Dämonen hereingelassen habt. Und meine Erfahrung ist, dass sie nur versuchen, eine Spaltung herbeizuführen. Das ist ihre Absicht. Mutter Maria fuhr weiter. Mir wäre es lieber, wenn ihr etwas seht, das euch zum Richten provoziert, dass ihr daran denkt, wie oft ihr genau das Gleiche getan habt. Mir wäre es wirklich lieber, ihr würdet ihre Macken und Fehler mit großer Zuneigung betrachten, denn sie sind einzigartig mit all ihren Gaben und Fehlern.
Ihr wurdet zusammengeführt, um euch gegenseitig zu stärken und zu läutern. Gott ist in eurer Mitte und lehrt euch ständig, einander zu lieben. Er erträgt eure zahlreichen Macken und Fehler und liebt und stärkt euch trotzdem. Ich bitte euch, dasselbe füreinander zu tun. Ihr alle müsst ständig aufgerichtet werden, da der Feind rund um die Uhr neue Wege ausheckt und in die Tat umsetzt, um euch zunichte zu machen. Wenn ihr euch selbst sehen könntet, wenn ihr einen verurteilenden und abwertenden Gedanken über ein anderes denkt, würdet ihr einen Dämon sehen, der auf eurer Schulter sitzt, sich sehr sicher und zu Hause fühlt, während er Bilder und Gedanken in euren Verstand einflößt und projiziert, die euch von eurer Pflicht, für Seelen zu beten, ablenken und euch für einen Fall vorbereiten. Claire, meine Tochter, auch du hast gelegentlich diese unangenehme Angewohnheit. Du und Ezekiel, ihr habt einen sehr langen Weg hinter euch, aber da ist immer noch viel in euren Gedanken, was nicht dort sein sollte. Erkennt sofort, wenn ihr gerichtet habt, weist die lügenden und verleumdenden Dämonen zurecht, bekennt das Gute in jener Person, betet für sie und weigert euch dann, euch jemals wieder darauf einzulassen. Das wird euch reinhalten und die Tür für die Schlange stehenden Dämonen verschließen, die nur darauf warten, sich auf euch zu stürzen. Ihr alle habt in diesem Bereich Fortschritte gemacht, aber einige von euch wurden ins Visier genommen, die Gemeinschaft durch eure ständigen Urteile zu Fall zu bringen. Sie wollen euch benutzen, um andere durch diese Urteile zu verletzen. Schaut die Seele, die ihr richtet, fühlt das in ihrer Seele sehr stark. Ich möchte, dass ihr das Gegenteil tut und sie stattdessen segnet, indem ihr betet, dass alle feurigen Pfeile entfernt und durch Hoffnung und Mut, es besser zu machen, ersetzt werden. Und das ist ein echtes Problem für mich, denn wenn ich etwas sehe, das korrigiert werden muss, dann muss ich es tun, obwohl ich es hasse. Aber ich muss lernen, nicht pingelig zu sein und mich nur um die großen Dinge zu kümmern, nicht um die kleinen. Es sei denn, es handelt sich um eine Gewohnheit, die ein fortwährendes Problem darstellt. Ich stelle mich also nicht hin und sage, dass ich nicht urteile, denn das tue ich sehr wohl. Und ich erkenne, dass es meistens dumm ist. Absolut dumm. Mutter Maria fuhr fort. Baut einander auf, ihr Lieben, zerstört euch nicht gegenseitig. Nein, baut einander auf. Ihr werdet es fühlen, wenn ihr jemanden verletzt. Euer Gewissen wird den Schmerz des Heiligen Geistes aufgrund eurer feindseligen Handlung bezeugen. Wollt ihr dem Heiligen Geist näher sein? Dann weigert euch zu richten und zu urteilen, und er wird sich über eure Seele freuen.